Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden. Nie wieder dem Krieg die Herzen verschließen, dem Manne zum Weichei verschandeln. Lieber 100 Stunden mal schießen, als eine Minute verhandeln. Die Menschheit kehrt langsam wieder zurück zu ihrer wahren Natur. Boris Pistorius heißt unser Glück, der bringt uns jetzt wieder auf Spur. Im heiligen Land schon seit 70 Jahren, da toben die Antisemiten. Wir Deutsche waren immer schon darin erfahren, auf welcher Seite wir stritten. Nie wieder dem Krieg die Herzen verschließen, dem Manne zum Weichei verschandeln. Lieber 100 Stunden mal schießen, als eine Minute verhandeln. We are fighting a war against Russia and not against each other. Und wir marschieren mit roten Ohren gen Russland im festen Schritt. Und alle, die schon mal vor Moskau froren, die frieren im Geist in unseren Reihen mit. Die Schlachtfelder sind von Van Gogh, von Richard Wagner das Singen. Krieg bist das wahre Kunstwerk doch, Krieg, du, der Vater aller Dinge. Nie wieder dem Krieg die Herzen verschließen, dem Manne zum Weichei verschandeln. Lieber 100 Stunden mal schießen, als eine Minute verhandeln. Hing da nicht ein Bild, ganz ausgebleicht, einst in meiner Gartenhütte? Ein Spruch, ein Gesicht, wie ging das noch gleich? Hieß der nicht Helmut Schmidt? Lieber 100 Stunden umsonst verhandeln, als eine Minute zu schießen. Lieber Menschen in Menschen verwandeln, nie wieder Krieg, nie die Herzen verschließen. Wer noch einmal ein Gewehr in die Hand nehmen will, dem soll die Hand abfallen.